Hallo. Ich begrüße euch herzlich zur heutigen Vorlesung. Ich habe euch letzte Woche vermisst. Es ging leider nicht anders, dass ich mich vertreten lassen musste. Da wurde in der Vorlesung das Thema Laufzeiteffekte behandelt. Das ist zu laut, oder? Ja, und jetzt? Okay, dann dieser Balken hat hier überhaupt keine Wirkung. Das ist jetzt auf Null. Okay, jetzt? Okay. So, wurde das Thema Laufzeiteffekte behandelt. Unter anderem haben wir gesehen, dass die Schaltungen, die wir bis jetzt entworfen haben, dass wir jetzt keine idealen Gatter haben, die tatsächlich eine logische Operation ausführen, sondern dass die Eingangssignale sich über unterschiedlich lange Wege, also unterschiedlich verzögert auf den Ausgang auswirken. Und wir haben gesehen, dass es hier Effekte auftreten, die mit dem logischen Verhalten eines Schaltnetzes nicht übereinstimmen. Ja, dass zum Beispiel das Ausgangssignal sich mehrmals ändert, obwohl gemäß der neuen Eingangsbelegung das Ausgangssignal sich nur einmal ändern muss. Wir haben zunächst mal anhand von einem Beispiel gesehen, wie man das analysiert, wie man diese Zeitverläufe der Ausgangssignale bei Wechsel der Eingangsbelegungen bestimmen kann, per Hand sozusagen, dass man die unterschiedlichen Verzögerungen entlang der unterschiedlichen Pfade anguckt und dann die Zeitdiagramme aufmalt. Und wir haben eine systematische Vorgehensweise kennengelernt, mit der wir das Verhalten beliebiger Schaltnetze modellieren können und anhand von Methoden, die wir bis jetzt kennengelernt haben in der Vorlesung, sagen können, ob es bei einem bestimmten Übergang zu einer mehrmaligen Änderung am Ausgang kommt oder nicht. Oder wir konnten genauer sagen, ob ein Übergang mit einem Hazard behaftet ist und ob dieser Hazard tatsächlich bei dem zugehörigen Übergang oder Wechsel der Eingangsvariablen zu einem Fehler führt. So, das war die Einführung von dem Totzeitmodell. Wir haben die Übergänge in einem Schaltnetz klassifiziert und haben wir festgestellt, dass nicht jeder Übergang, der mit einem Hazard behaftet ist, unbedingt klassifiziert nach Ursache, einmal Hazardfehler bzw. Hazards und Hazardfehler, deren Ursache in der Funktion selbst liegt und Hazardfehler, deren Ursache durch die Struktur des Schaltnetzes, weil es die Funktion realisiert, liegt. Wir haben eine Methode kennengelernt, wie man diese Hazards erkennt und auch Maßnahmen zur Behebung von Hazardfehlern. Wir wollen das Ganze heute anhand von Aufgaben bzw. einem Beispiel, der alle So, was sollen wir, wenn es darum geht, Laufzeiteffekte zu analysieren, was sollen wir eigentlich wissen? Ja? Ich nehme mal an, wir wissen alle, wie zunächst mal Schaltfunktionen aus einem Schaltnetz abgelesen werden können und wie man diese in das KV-Diagramm eintragen kann. Warum ist das notwendig? Das ist notwendig, weil das Kriterium für die Erkennung von Hazards, was wir in der Vorlesung behandelt haben, darauf basiert, dass man nicht monotone Folgen von der Funktion bzw. vom Strukturausdruck im KV-Diagramm betrachtet. Also deshalb sollen wir in der Lage sein, das KV-Diagramm oder die Funktion aus dem Schaltnetz abzulesen und ins KV-Diagramm einzutragen. Natürlich müssen wir hier wissen, wie ein KV-Diagramm für 3, 4 oder 5 Variablen aussieht. Und wir müssen wissen, was Primimplikanten bzw. Primimplikate einer Funktion sind. Weil, wenn wir uns an den Satz von Eichelberger erinnern, mit dem wir Hazardfehler beheben konnten, hieß es, ein Schaltnetz, was ja durch die Disjunktion aller Primimplikanten oder die Konjunktion aller Primimplikate
realisiert ist, ist frei von allen statischen Strukturhazards beispielsweise. Deshalb müssen wir also wissen, was sind Primimplikanten und Primimplikate einer Funktion, was ist ein Eingabewechsel, ja? Das heißt, die Belegungen der Eingangsvariablen wechselt von B1 auf B2, BI auf BIJ, und der physikalische Übergang, der mit diesem Eingabewechsel assoziiert ist, haben wir dann Übergang genannt. Ein Hazard ist die Eigenschaft eines Übergangs. Das heißt, wenn bei einem Übergang mindestens eine nicht monotone Folge von der Anfang- zu Endbelegung existiert, dann ist der Übergang mit einem Hazard behaftet. Der Unterschied zu einem Hazardfehler: dieser Hazard kann zu einem Fehler führen, wenn eine ungünstige Auswahl der Verzögerungszeiten entlang der unterschiedlichen Pfade im Schaltnetz vorhanden ist. Und wir wollen also Hazardfehler analysieren und beheben, wenn das möglich ist. Kurz eine Zusammenfassung nochmal, was Hazardfehler und Hazard ist. Ein Hazardfehler ist also eine mehrmalige Änderung der Ausgangsvariablen während eines Übergangs, der durch einen Eingabewechsel hervorgerufen wird. Dann ein Hazard ist die durch das Schaltnetz gegebene logisch-strukturelle Vorbedienung für einen Hazardfehler ohne Berücksichtigung der konkreten Verzögerungszeiten der Pfade des Schaltnetzes. Das heißt, wir haben gesagt, dass ein Hazard ist eine Eigenschaft für eines bestimmten Übergangs im Schaltnetz. Und zur Betrachtung, oder wenn wir feststellen wollen, ob ein Übergang mit ein bestimmter Übergang Hazard behaftet ist oder nicht, interessiert uns natürlich die logische Funktion, die das Schaltnetz realisiert, und auch die Struktur dieses Schaltnetzes. Weil wir wissen ja, wir können ja eine logische Funktion durch beliebige Schaltnetze, durch viele Schaltnetze realisieren, je nachdem wie wir diese Boolsche Funktion beschreiben. Wir können die Boolsche Funktion durch beliebige disjunktive oder konjunktive Formen beschreiben. Wir können die durch die disjunktiven Normalformen beschreiben, die disjunktiven Minimalformen beschreiben. Wir können aber jede Boolsche Funktion in einem beliebigen vollständigen Operatorensystem beschreiben. Also NAND, NOR, NAT, Äquivalenz und so weiter und so fort. Das heißt, was von Interesse ist, auf jeden Fall die Funktion zunächst mal und dann die Struktur des Schaltnetzes. Das heißt, Anzahl der Verknüpfungsfunktionen und genaue Anordnung der Gatter zur Realisierung der Funktion. Aber es interessiert uns nicht, wie die Verzögerungswerte der verwendeten Gatter sind. Und wir haben gesagt, wenn in einem konkreten Schaltnetz bei einem bestimmten Übergang ein Hazardfehler auftritt, dann ist der Übergang Hazard behaftet. Das heißt, wenn wir einen Hazardfehler haben bei einem bestimmten Übergang, dann ist der Übergang auch mit einem Hazard behaftet. Die Umkehrung dieser Aussage gilt aber nicht. Ja? Das heißt, wenn ein Übergang Hazard behaftet ist, dann folgt daraus nicht notwendigerweise, dass der Hazardfehler auftritt. Das heißt, ein Übergang, der Hazard behaftet ist, führt nur dann zu einem Hazardfehler, wenn die Verzögerungszeiten der Pfadvariablen ungünstig gewählt sind oder nicht gewählt sind, sondern ungünstig sind. Okay, um das Ganze zu beschreiben, haben wir das sogenannte Todzeitmodell oder zu analysieren, Todzeitmodell kennengelernt. Und bei diesem Todzeitmodell geht es darum, dass wir das reale Verhalten von einem Gatter beschreiben wollen. Hier sei ein Beispiel gegeben, das heißt, wir haben ein Schaltnetz mit zwei Eingangsvariablen A und B, einer Ausgangsvariablen Y. Die Gatter hier, die interessieren uns nicht, was das sind, die können NAND, NOR, Inverter und so weiter und so fort sein. Und wir haben gesehen, dass wir bei der Analyse, der Ausgangspunkt ist, dass wir dieses Schaltnetz nehmen und dieses Schaltnetz in eine sogenannte Baumstruktur überführen. Ja, das heißt, eine Struktur, bei der keine Schleifen auftritt, wie man sieht hier in dem Fall. Das heißt, hier in dem Fall haben wir ja eine Schleife, es ist keine Baumstruktur vorhanden, sondern wir haben ja hier diese Schleife hier drin. Und was man hier macht, ist, man ordnet jedem Gatter ein Verzögerungsglied zu. Das heißt, jedes Gatter hier
hat ja zunächst mal das logische Verhalten durch das Gatter und dann ein Verzögerungsglied. Und dieses Verzögerungsglied, die haben wir immer am Ausgang hier von den Gattern hingeschrieben. Also Tau 1 zum Beispiel, für den hier Tau 2, für den hier Tau 3. Wenn das hier Gatter 1, Gatter 3, Gatter 2 und das ist hier Tau 4. Ja? Zum Beispiel. Das heißt, diese realen Schaltglieder oder Gatter und die Leitungsstücke, die verbindenden Leitungsstücke zwischen den Gattern werden durch ihre Totzeitmodelle nachgebildet. Das heißt, indem man zu jedem Gatter jetzt das logische Gatter hat und dann ein Totzeitglied. Mehrfach ausgenutzte Schaltglieder, das ist Nummer 4 zum Beispiel, ersetzt man durch entsprechend viele einfach ausgenutzte logisch und zeitlich diese Maschen oder diese Schleifen in der Struktur vom Schaltnetz auflösen, damit wir eine komplette Baumstruktur haben, also wo wir Pfade vom Eingang zum Ausgang haben. Und wie wir das gemacht haben, sieht man nochmal hier. Ich habe die andere Reihenfolge gewählt, aber das ist nicht so wichtig an der Stelle. Ich lösche mal das hier, damit das heißt, wir ordnen jedem Gatter eine Verzögerungszeit zu und dann haben wir zwei Eigenschaften von diesem Totzeitmodell. Das erste ist die Durchschiebbarkeit von den Totzeiten, von den Ausgängen der Gatter in alle Eingänge. Und die zweite Eigenschaft war die Addierbarkeit. Das heißt, man könnte jetzt hier anfangen, diese Tau 4 an den zwei Eingängen hier durchzuschieben. Ja? Das heißt, wir haben hier Tau 4. Und hier auch ein Tau 4. Und der verschwindet natürlich hier. Wir könnten das jetzt addieren zu Tau 2 und zu Tau 3 und dann schieben wir das weiter. Oder wir schieben Tau 2 und Tau 3 zu den Eingängen der zwei Gatter und dann addieren wir am Ende. Das spielt überhaupt keine Rolle an der Stelle. Das heißt, hier ist es so gemacht zunächst mal, dass wir Tau 4 in die Eingänge schieben, Tau 2 und Tau 3. Das würde bedeuten hier an der Stelle, dass die Gatter hier dann nicht mehr vorhanden sind. Ja? Das heißt, die Totzeiten an den Ausgängen, die werden verschwinden. Und die zweite Eigenschaft, wie ich bereits erwähnt habe, ist die Addierbarkeit von den Gattern. Das heißt, jetzt haben wir Tau 4 an den Eingang. Wir müssen Tau 4 zu Tau 2 hier addieren und zu dem Tau 2 und Tau 4 zu Tau 3 und Tau 3 machen. Ja? Und wenn wir das machen, dann sehen wir, dass wir an diesem Punkt hier einen Widerspruch haben, wenn Tau 2 ungleich Tau 1, Tau 3 ist. Weil wir fordern jetzt, dass das Signal an gleichem Punkt zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten existieren muss. Einmal das Signal hier zum Zeitpunkt Tau 2 plus Tau 4 und einmal zum Zeitpunkt Tau 2 plus Tau 3. Das heißt, es ist ein Widerspruch, der nur dann aufgelöst werden kann, oder ein Widerspruch, wenn Tau 2 und Tau 3 ungleich sind. Um diesen Widerspruch hier aufzulösen, haben wir gesagt, diese mehrfach ausgenutzte Kopien von Gattern, wie das hier am Eingang, den ersetzen wir durch zwei Kopien vom gleichen Gatter. Das heißt, wir trennen hier auf, ja, nochmal unsere Struktur, wir trennen auf, wie man sieht hier, haben wir das gleiche Gatter hier, verbindet A mit B und nochmal das gleiche Gatter unten mit der Verzögerungszeit Tau 1, wo die Eingänge auch A und B sind. Und wenn man das Ganze hier betrachtet, dann sieht man, dass wir bis hierher keine Schleifen in der Struktur vom Schaltnetz haben. Was bedeutet das? Das bedeutet, jetzt können wir diese Durchschiebbarkeit und Addierbarkeit der Totzeiten machen, ohne dass es zu diesem Widerspruch, wie oben hier angedeutet, kommt. Also, wenn wir das Schaltnetz hier nehmen, ich habe jetzt hier addiert, wie man gesehen hat, Tau 4 zu Tau 2 und Tau 3, dann gehen Sie jetzt hier in die Eingänge, das heißt, hier haben wir Tau 2 plus Tau 4, hier Tau 1 plus Tau 2 plus Tau 4, Tau 1 plus Tau 3 plus Tau 4, und dann Tau 3 plus Tau 4 hier. Und das Ganze müssen wir natürlich fortsetzen, weil man sieht hier, wir haben
ein Verzögerungsglied am Ausgang von einem Gatter, der muss also in die zwei Eingänge hier durchgeschoben werden. Das machen wir also im nächsten Schritt. Ja. Wir schieben alle diese Verzögerungsseiten oder Summen der Verzögerungsseiten an den Eingängen und dann bekommen wir eine neue Struktur des Schaltnetzes, bei dem die Verzögerungsseiten von dem logischen Verhalten komplett getrennt sind. Das heißt, das ist unser Schaltnetz von vorher, hängt nach wie vor von den Variablen A und B, aber von unterschiedlich verzögerten Varianten der Variablen A und B, die wir die Pfadvariablen genannt haben. Das heißt, man sieht hier, dass die Variable A auf den Ausgang entlang drei unterschiedlichen Pfaden auswirkt. Das ist der erste Pfad oben, das ist der zweite hier und das ist der dritte. Und die sind hier getrennt, die sind unterschiedlich verzögert im Allgemeinen. Also der erste ist A1, haben wir genannt, die erste Pfadvariable, die aus der Eingangsvariable A resultiert, haben wir A1 genannt. Die zweite ist um Tau 1 plus Tau 2 plus Tau 4 verzögert, die haben wir A2 genannt. Und die dritte, die ist um Tau 1 plus Tau 3 plus Tau 4 verzögert, haben wir A3 genannt. Das gleiche gilt für alle Möglichkeiten der Auswirkung der Variable B auf den Ausgang. Ja, wenn man die Schaltung anguckt, B wirkt entlang des unteren Pfads, entlang dieses Pfades und entlang dieses Pfades. Das Ganze ist hier auch beschrieben. Das heißt, B wirkt hier über die Pfadvariable B1, die Pfadvariable B2 und die Pfadvariable B3. Das heißt, diese Gesamtheit der Variablen B1, B2, A1 bis A3, B1 bis B3 nennen wir auch hier den Pfadvektor. Ja? Was haben wir dadurch gewonnen? Wir haben das logische Verhalten nach wie vor hier und wir haben den Verzögerungsteil hier vorne. Das heißt, eigentlich haben wir hier nach wie vor die gleiche Funktion realisiert, ja? Aber wir können jetzt die Analyse durchführen, ohne jetzt immer nachzugucken im Zeitdiagramm, welche Variable hat sich jetzt geändert und so weiter und so fort. So, und bevor wir jetzt hier zu einer konkreten Analyse von einer Schaltung kommen, will ich nochmal hier diese Unterscheidung oder Klassifizierung von Übergängen oder von Hazardfehlern nochmal angeben. Wir haben einen Übergang und ein Übergang kann statisch bzw. dynamisch sein. Das heißt, wenn die Funktionswerte am Eingang und am also vor dem Übergang und nach dem Übergang gleich sind, 0,0 oder 1,1, dann spricht man von einem statischen Hazard. Wenn die Eingabebelegung, die zu diesem Übergang führt, zu unterschiedlichen Werten der Funktion führt, also 0,1 oder 1,0, dann sprechen wir von einem dynamischen Übergang. Das heißt, wir haben 0 statische Übergänge, 1 statische Übergänge, 0,1 dynamische Übergänge und 1,0 dynamische Übergänge. Das ist nichts Wildes hier, sondern egal. Das heißt hier, zum Beispiel, wenn wir bei so einem Übergang einen solchen Verlauf haben, dass wir sagen, okay, der Verlauf am Ausgang ist so, dann haben wir hier natürlich einen Hazardfehler, und zwar ein 0 statischer Hazardfehler. Hier haben wir dann ein 1 statischer Hazardfehler. Hier haben wir beispielsweise ein 0,1 statischer Hazardfehler und hier haben wir ein 1,0 statischer Hazardfehler. So, das sind einfach Beispiele aus den Definitionen, die wir das letzte Mal in der Vorlesung kennengelernt haben. Verzögerungsteil und einem logischen Teil, sondern die definiert zwei Grundfunktionen oder zwei Grundausdrücke, die wichtig sind für die Ja, und wir wissen mit dem Monotoniekriterium, wenn wir bei einem bestimmten Übergang im KV-Diagramm der Funktion eine nicht monotone Folge der Funktionswerte finden, dann haben wir einen Funktionshazard. Wir wissen, dass die Hazards, die können ihre Ursache in der Funktion oder in der Struktur des Schaltnetzes haben. Der zweite Teil ist eine andere Funktion, die haben wir Strukturausdruck genannt.
Und dieser Strukturausdruck ist Y in Abhängigkeit von den Pfadvariablen A1 bis B3. So, das heißt, das ist natürlich auch wichtig, weil um festzustellen, beispielsweise, ob bei einem Übergang oder bei einem Fehler, der mit einem Übergang, ob bei einem bestimmten Übergang der Fehler aufgrund von Strukturhazard auftritt oder nicht, müssen wir natürlich den Strukturausdruck angucken, sprich Monotoniekriterium für Strukturausdruck anwenden. So, und jetzt haben wir hier diese Klassifizierung kennengelernt. Zusammengefasst können wir sagen, dass ein Übergang in einem Schaltnetz ist genau dann mit einem Funktionshazard bzw. mit einem Strukturhazard behaftet, wenn es mindestens einen Weg von der Anfang zur Endbelegung gibt, für den die Folge der zugehörigen Funktionswerte, also im Falle von einem Funktionshazard bzw. Werte des Strukturausdrucks im Falle von einem Strukturhazard nicht monoton ist. Ja? Nicht monotone Folgen waren 0, 1, 0 oder 1, 0, 1 und ähnliches. Funktionshazard, die Ursache liegt in der Schaltfunktion selbst. Also wenn die Ursache in der Schaltfunktion ist, dann und wir haben einen Hazard und wir haben einen Übergang, der Hazard behaftet ist, aufgrund der Funktion, dann können wir diesen Hazard nie beheben. Ansonsten müssen wir die Funktion ändern. Das heißt, diese Funktionshazard, die können nicht behoben werden. Aber der Hazardfehler, der aufgrund von einem Funktionshazard auftreten, die können wir beheben, indem wir die Verzögerungszeiten der Pfadvariablen entsprechend modifizieren. Das heißt, das Auftreten von Hazardfehlern, die aufgrund von Funktionshazard auftreten, kann vermieden werden, indem man die Verzögerungszeiten günstig wählt. Bei Strukturhazards liegt die Ursache in der Struktur des Schaltnetzes, also wie die Gatter miteinander verschaltet sind. Welche Realisierungsmöglichkeit der Gatter hat man genommen? Ja, die disjunktive Normalform, die konjunktive Normalform, eine beliebige andere Form. Hierzu haben wir Behebungsmöglichkeiten kennengelernt in der Vorlesung. Ich werde das heute auch anhand von Beispielen nochmal vertiefen. Wir haben aber gesehen, dass bei allen diesen Lösungen, die wir kennengelernt haben, wir mehr Hardwareaufwand reinstecken müssen, damit der Fehler nicht auftritt. Also statt dass wir eine Realisierung der Funktion durch die Minimalform, müssen wir die Funktion beispielsweise bei dem Satz von Eichelberger durch die Disjunktion oder Konjunktion aller Primtermi. Und wir wissen, Disjunktion, Konjunktion aller Primtermi einer Funktion kann natürlich entbehrliche Termi enthalten, die nur den Realisierungsaufwand höher machen. So viel hierzu. Gibt es Fragen? Gut, diese ganze Theorie wollen wir anhand von einem Beispiel durchgängig hier erklären. Und zwar, wir haben eine Schaltung hier gegeben in Aufgabe 1, eine Funktion y von a, b und c. Und wir wissen jetzt, dass wir hier diese Funktion überführen können in ein, dieses Schaltnetz überführen können in ein Schaltnetz, wo jetzt wir die Eingangsvariablen C, A und B am Eingang haben, die Verzögerungszeiten, die unterschiedlichen Verzögerungszeiten der Eingangsvariablen und dann die unterschiedlichen Pfadvariablen, die sich aus den Eingangsvariablen ergeben. Man sieht hier in diesem Schaltnetz, dass C auf den Ausgang nur entlang eines einzigen Weges wirkt. Deshalb gibt es nur eine einzige Pfadvariable C, die ist verzögert mit Tau C1. B wirkt auf den Ausgang B auch nur entlang, auf den Ausgang Y auch nur entlang eines einzigen Weges. Deshalb gibt es nur eine einzige Pfadvariable B1. Und A wirkt auf den Ausgang entweder über den Weg oder über den Weg. Deshalb gibt es zwei unterschiedliche Pfadvariablen für A, A1 und A2 mit den Verzögerungszeiten Tau A1 und Tau A2. Das heißt, wir haben hier unser Verknüpfungsteil und wir haben hier Verzögerungszahl von diesem Schaltnetz. Ja? Und was wir machen wollen, wir wollen zunächst mal natürlich die Schaltfunktion aufschreiben, das können wir ablesen. Die Schaltfunktion y ist C nennt A, nennt A quer, nennt B. Ja? Und das haben wir hier aufgeschrieben. Wir können natürlich diese Schaltfunktion vereinfachen, damit wir sie beispielsweise ins KV-Diagramm eintragen. Und da sehen wir hier, dass diese Schaltfunktion jetzt so realisiert ist mit CA
BA quer. Das sind praktisch die Primtermi, die alle Einstellen der Funktion überdecken. Strukturausdruck, das ist eine Funktion, Funktion der Pfadvariablen. Ja? Das heißt, eine Funktion von C1, B1 und dann die zwei Pfadvariablen von A. Und wenn wir das Ganze ablesen aus dem Diagramm vorher, ich gehe ein bisschen zurück, dann ist es C1 nennt A1, das Ganze nochmal nennt verknüpft mit A2 quer, B1 nennt verknüpft und dann mit dem anderen Term. Und wenn man diesen Strukturausdruck hier anguckt, ja, ohne das Schaltnetz vor Augen zu haben, dann weiß man genau, wie die Schaltung realisiert ist. Das heißt, der Strukturausdruck muss uns nicht nur die Funktion beschreiben, sondern beschreibt uns genau, welche Gatter wurden verwendet zur Realisierung, wie sind sie angeordnet. Ich weiß, dass es hier ein NAND-Gatter gibt zwischen C1 und A1. Ich weiß, dass es einen Inverter gibt, um A2 quer zu bilden. Nochmal ein NAND-Gatter, um B1 A2 quer zu bilden. Und ich weiß, dass die zwei Terme nochmal über ein NAND miteinander verbunden sind. Und diesen Strukturausdruck dürfen wir nicht vereinfachen. Das heißt, wenn ich den Strukturausdruck vereinfache oder anders schreibe, natürlich kann ich das genauso vereinfachen wie oben, wie bei der Schaltfunktion. Ich kann natürlich hier die Morgan hinschreiben und dann sage ich das C1 A1 oder B1 A2 quer, oder? Aber das ist nicht die gleiche Realisierung der Funktion. Weil bei dieser Realisierung hier, wenn das der Strukturausdruck wäre, dann weiß ich, die Funktion ist realisiert durch die Disjunktion von zwei Produkttermen, C1 A1, also eine Konjunktion, und B1 A2 quer. Nicht mit den NAND-Gattern, die wir vor oben hatten. Also wir dürfen den Strukturausdruck nicht vereinfachen. Es ist aber sinnvoll, den zu vereinfachen, wenn wir diesen Strukturausdruck in das KV-Diagramm eintragen. Weil da werden die Verhältnisse einfach und betrachten wollen. Und man sieht hier, wenn ich das hier mal hinmale, das KV-Diagramm für den Strukturausdruck für vier Eingangswerte, wie man sieht hier, und B1 A2 quer, wie ich da hier geschrieben habe. Das dient uns nur zu besseren, in dem Fall, ja, damit wir die Funktion besser in der Lage, das hier direkt ins KV-Diagramm einzutragen, ohne eine Vereinfachung. Aber das ist vielleicht nicht so der tollste Weg. Ja. Okay, jetzt haben wir also diese zwei KV-Diagramme, einmal für die Funktion, einmal für Strukturausdruck, und das sind eigentlich die zwei Sachen, die wir brauchen, um jeden möglichen Übergang in diesem Schaltnetz auf Hazard oder Hazardfreiheit zu untersuchen. Stimmt meine Aussage? Nicht ganz. Wir brauchen diese zwei Ausdrücke, Funktion und Strukturausdruck, und wir brauchen die Verzögerungszeiten. Tau A1, Tau A2, Tau B1 und Tau C1 in dem Beispiel. Und mit all diesen Parametern, die wir haben, können wir tatsächlich jeden Übergang in diesem Schaltnetz analysieren, eventuelle Hazardfehler beheben durch eine günstige Auswahl der Verzögerungszeiten. Und das wollen wir jetzt machen. Wir wollen die folgende Folge von Übergängen betrachten. Nehmen wir mal an, die Eingangsvariablen A, B und C, die haben zunächst mal den Wert 1, 1, 0. Also C ist 0, B ist 1 und A ist 1. Das heißt, wir sind hier bei der Belegung 3, im Feld 3. Und jetzt wechselt die Eingangsbelegung auf 0, 0, 0. Also wir gehen in Feld 0, 0. Und anschließend wechselt die Eingabebelegung zu 001, das heißt A wird 1, das heißt wir sind jetzt im Feld 1. Als nächstes wechselt das zu 6, das heißt B und C wechseln von 0 zu 1 und A wechselt von 1 zu 0. Und als nächstes wollen wir von 6 zu 7, A war 0 hier, dann wechseln wir nochmal zu 7, wo alle Eingangsvariablen 1 sind. Und der letzte Übergang, den letzten Übergang, den wir betrachten wollen, ist der Übergang von 7 nach 4, wo jetzt wiederum die Eingangsvariable B von 1 auf 0 wechselt und A auch von 1 auf 0 wechselt. Also nur C bleibt 1.
Ist das klar? Wir wollen diese Folge von Eingangsvariablen, von Übergängen hier betrachten und wir wollen den Verlauf der Ausgangsvariable y mal angeben und schauen, wo es bei welchem Übergang zu Fehler oder wo ein Fehler, bei welchem Übergang ist ein Fehler aufgetreten ist. So, hier sind nochmal die Übergänge im KV-Diagramm angegeben und ich habe das hier anhand von einem Diagramm nochmal dargestellt, wo praktisch dieser Index hier die Nummer im KV-Diagramm ist, beziehungsweise der dezimale Wert der Belegung der Eingangsvariablen. Also 0 sind die alle 0, bei 3 sind B und A 1 und so weiter und so fort. Das heißt, wir waren in 3, wir wechseln zu 0, dann zu 1, dann gehen wir zu 6, auf 7 und dann auf 4. Wenn wir jetzt die Funktionswerte angucken, dann können wir sie ablesen aus dem KV-Diagramm. Hier war es 0, ist 0 geblieben, 0 bei 6, beim Wechsel zu 6 wechselt die Funktion auf 1, bleibt 1 und erst beim Wechsel von 7 auf 4 wird die Funktion wiederum 0. Ja, das heißt, der ideale Verlauf, so wie wir das kennen, durch nur das logische Verhalten, sieht wie folgt aus. Funktion ist 0, wenn wir hier von 1 auf 6 wechseln, von 1 auf 6 wechselt die Funktion auf 1, bleibt 1 und erst beim Wechsel von 7 auf 4 geht die Funktion wieder auf 0. Der reale Verlauf, also jetzt haben wir das nicht so analysiert, trocken, sondern wir haben den Ausgang von dieser Schaltung an einem Oszilloskop angeschlossen und haben wir geguckt, bei dieser Folge von Übergängen, haben wir geguckt, wie der reale Verlauf aussieht und der reale Verlauf sah so aus am Oszilloskop. Und wir sehen, dass es sich deutlich unterscheidet vom idealen Verlauf. Ja? Das heißt, anscheinend, bei dem Übergang von 3 auf 0 ist hier ein Fehler aufgetreten und das ist ein nullstatischer Hazardfehler. Aber wir wissen nicht, ob das durch die Funktion oder durch die Struktur bedingt ist. Bei dem Übergang hier sehen wir, dass alles reibungslos gelaufen ist, also ist kein Fehler aufgetreten. Das schließt natürlich nicht aus, dass jetzt der Übergang mit Hazardfehler behaftet ist oder nicht. Hier bei diesem Übergang sehen wir, also hier haben wir ein nullstatischer Hazardfehler. Hier sehen wir, dass auch ein Fehler aufgetreten ist, und zwar das ist ein dynamischer Hazardfehler, also 0,1 dynamischer Hazardfehler. Wir sehen, dass wir bei dem Übergang hier von 6 auf 7 auch einen Fehler haben, und zwar das ist ein 1-statischer Hazardfehler. Und beim Übergang von 7 auf 4 sehen wir auch, dass wir einen dynamischen 1,0 dynamischer Hazardfehler haben. So, das heißt, wenn es darum geht, jetzt die Sorten oder zu sagen, welche Art von Fehlern aufgetreten sind, dann können wir anhand von dem Diagramm so viel sagen. Ja? Wir können sagen, wir haben hier einen statischen Hazardfehler, hier haben wir keinen Fehler, hier ein 0,1 dynamisch, hier ein 1 statisch, hier ein 1,0 dynamisch. Wir können sogar viel mehr sagen. Was fehlt noch an Informationen eigentlich, wenn wir diese Übergänge oder Hazardfehler komplett klassifizieren wollen? Also nicht nur nach jetzt statisch-dynamisch, sondern nach Ursache. Da fehlt uns die Information, ob das hier ein Funktionshazard ist, hier auch, oder ein Strukturhazard, hier, hier und hier. Die Information fehlt uns, können wir anhand von dem Diagramm noch nicht sagen, bis auf ein paar Übergänge, weil wir wissen zum Beispiel, dass der Übergang 6 nach 7, das ist ein Übergang, bei dem nur eine Variable den Wert wechselt, und wir wissen, dass alle Übergänge, bei denen nur eine Variable den Wert wechselt, frei sind vom Funktionshazard, weil dazu gehören immer monotone Folgen der Funktionswerte. Und da hier ein Fehler aufgetreten ist bei diesem Übergang hier, von 6 auf 7, wo nur die Variable a den Wert wechselt, kann ich mit Sicherheit sagen, das ist ein 1-statischer, also es kann kein Funktionshazard sein, 1-statischer Strukturhazard. Ja? Bei dem Übergang hier. Okay,
Aber wir wollen das Ganze systematisch machen, nicht alles hier anhand von dem Diagramm hier ablesen. Deshalb fangen wir mal an. Und zwar, wir wollen, Realverlauf unterscheidet sich vom Idealverlauf. Wir wollen die auftretenden Fehler nach Ursache klassifizieren, Art der Fehler angeben, unter welchen Zeitbedingungen treten die Fehler auf und wie kann man diese Fehler beheben, wenn möglich. Ja? Gibt es Behebungsmöglichkeiten? Wenn ja, welche? So, und damit fangen wir mal an, und zwar mit dem ersten Übergang. Der erste Übergang ist wir wissen nicht, ob die Ursache in der Funktion oder in der Struktur liegt. Dazu muss Monotonie-Kriterium im KV-Diagramm verwenden. Das heißt, wir suchen nach nicht-monotone Folge der Funktionswerte. Wenn wir mindestens eine nicht-monotone Folge haben, dann wissen wir, dass dieser Übergang dass der Fehler aufgrund von einem Strukturhazard auftritt. Und wie macht man das? Da muss man dann alle möglichen Übergänge, alle möglichen Wege, entlang denen der Übergang hier im KV, im Schaltnetz erfolgen kann, betrachten. Und wenn ein Weg oder zu einem Weg eine nicht-monotone Folge gehört, dann haben wir es sozusagen. Dazu betrachten wir zunächst mal, wenn wir diese Wege suchen, müssen wir zunächst mal wissen, wie viele Wege gibt es überhaupt bei diesem Übergang. Und wir sehen hier, bei diesem Übergang wechselt C den Wert von, oder C wechselt den Wert nicht, bleibt 0. A und B wechseln den Wert von 1 auf 0. Das heißt, wir müssen zunächst mal diesen Übergangsbereich bilden. Und der Übergangsbereich bilden wir, indem wir die Anfangsbelegung nehmen, die Endbelegung nehmen und überall dort, wo wir eine Variable komplementär belegt ist, schreiben wir mal ein don't care. Das heißt, wir haben hier don't care 0. Das heißt, das ist C quer. Ja, das heißt, das war hier C quer BA. Das war hier C quer B quer A quer. Und das heißt, unser Übergangsbereich ist C quer. Das heißt, alle Wege, die wir suchen, müssen in C quer sein. Und C quer ist nichts anderes als dieser Bereich hier. Ja? Also wo C gleich 0 ist. Zwei Variablen ändern ihre Werte. Das heißt, es gibt insgesamt zwei Fakultätwege. Also insgesamt zwei Wege. Und man sieht das hier. Die Variablen A und B ändern die Werte von 1 auf 0. Beide sind 1 hier bei der Eingangsbelegung und beide sind 0 hier. Deshalb kann der Übergang entweder über 1 erfolgen oder über 2. Wenn man die Folge der Funktionswerte anguckt, dann sieht man, dass wir hier eine monotone Folge der Funktionswerte haben und dass wir hier eine nicht monotone Folge der Funktionswerte haben. Das heißt, der Wechsel oder der Übergang über 2 würde hier zu einem Fehler führen. Das heißt, der Fehler, der hier auftritt, ist ein statischer Null-Funktionshazard-Fehler. So, jetzt wollen wir gucken, wann tritt der Fehler auf? Der Fehler tritt auf oder immer auf, wenn A vor B den Wert wechselt. Das heißt, wenn der Übergang entlang des roten Weges erfolgt, also zuerst wechselt A den Wert von 0 auf 1 und anschließend B von 1 auf 0. Das heißt, wir können hier die Zeitbedingungen mal festlegen, dass Tau A kleiner als Tau B, aber wir wissen, in diesem Schaltnetz haben wir zwei Pfadvariablen vor A. Deshalb müssen wir sagen, ist das jetzt der Pfad mit A1, also der Pfadvariable A1 oder die Pfadvariable A2. Dazu müssen wir natürlich die Verhältnisse oder die Situation im KV-Diagramm des Strukturausdrucks hier betrachten. Wir nehmen unser Übergang, das war von 011 zu 000. Also im Strukturausdruck bedeutet das, dass das der Übergang von 7 nach 0. Weil wie man sieht hier, die Variable A hat zwei Pfadvariablen. Die Variable A war 1 bei der Anfangsbelegung
deshalb hier 1, 1 und 0 bei der Endbelegung, deshalb 0, 0. Und wenn wir das hier haben, dann können wir, dann wissen wir, drei Variablen ändern ihre Werte. Das ist B1, A1 und A2. Insgesamt gibt es also drei mögliche Wege, das heißt insgesamt 6 Wege. Und diese 6 Wege müssen wir im KV-Diagramm des Strukturausdrucks suchen. So, das ist unser Übergang jetzt in dem KV-Diagramm von 7 nach 0. Und jetzt fangen wir mal an, Wege zu suchen. Wir wissen, der Fehler tritt auf und wir müssen jetzt praktisch eine Bedienung angeben, wann der Fehler überhaupt oder die Zeitbedienungen feststellen, unter denen der Fehler auftritt und dann Behebungsmöglichkeiten. Wir wissen, das ist ein Funktionshazard, das heißt, den Hazard können wir nicht beheben, sondern wir können durch eine günstige Auswahl der Verzögerungszeiten das Auftreten des Hazardfehlers verhindern. So, und jetzt gucken wir mal die unterschiedlichen 6 Wege. Das ist der RC zum Beispiel, der wechselt zunächst mal klar. Der Übergangsbereich ist nach wie vor C1 quer, das heißt, alle Wege sind oben. Wir dürfen keine Wege hier unten suchen im KV-Diagramm. Der Übergangsbereich also ist 0, 1, 1, 1 und wir wechseln zu 0, 0, 0, 0 und wo komplementär belegt sind, das heißt hier C1 quer ist unser Übergangsbereich und C1 quer ist die obere Hälfte. Das heißt, alle diese 6 Wege, die wir suchen, suchen wir in der oberen Hälfte vom KV-Diagramm. Und der erste Weg wäre zum Beispiel, dass zunächst mal B1 den Wert wechselt, dann A2, dann A1, da sehen wir haben eine monotone Folge der Funktionswerte, 0, 0, 0, 0, also harmlos. Wenn hier B1 zunächst mal wechselt und dann A1 und dann A2, dann ist es auch eine monotone Folge, also nicht so schlimm. Erst wenn A2 zunächst mal den Wert wechselt, also wenn wir nach 5 gehen und anschließend A1 und dann B1, dann sehen wir, dass wir 0, 1, 1, 0 haben, also eine nicht monotone Folge der Funktionswerte, beziehungsweise die gleiche Situation haben wir, wenn zunächst mal A2 den Wert wechselt, anschließend B1 und dann A1. Das heißt, das Ganze ist so unabhängig von A1 eigentlich. Die dritte Situation sieht man, dass zunächst mal A1 den Wert wechselt und dann A2 und erst dann B1. Das heißt, immer wenn, sieht man nochmal, wenn A2 vor B1 den Wert wechselt, dann haben wir immer den Fehler. Wir wissen, wenn A vor B wechselt, dann haben wir Fehler. Und wir haben jetzt an den zwei Beispielen gesehen, dass eigentlich relativ egal, ob A1 vor A2 wechselt, sondern der Fehler tritt immer auf, wenn A2 vor B1 wechselt. So, das heißt, wenn wir hier jetzt nochmal die Situation betrachten, A1 wechselt zuerst, und jetzt wechselt nicht A2, sondern B1 und anschließend A2, dann haben wir ja keinen Fehler, weil dazu gehört die Folge 0, 0, 0, 0, also eine monotone Folge der Funktionswert. Kleiner als tau B1 ist. Ja? Immer, wenn ich hier lande, oder hier lande, habe ich eine nicht monotone Folge der Funktionswerte, unabhängig den Fehler beheben. Ja, natürlich, Fehler können wir beheben, wenn wir dafür sorgen, wenn der Wert wechselt, dann landen wir hier, wie man sieht, also B1, dann haben wir die grünen Felder hier, dann ist es überhaupt kein Problem, B1 zuerst, dann hier und dann erst dann A2, unabhängig von A1. Das heißt, wenn wir hier dafür sorgen, dass die Verzögerungszeit im Pfad B1 kleiner als A2, dann wird der Fehler nicht auftreten. Wie kann ich das doch machen? Ich habe ja ein Schaltnetz und der ist ja fest und ich habe alle Todzeiten berechnet, die sind alle eigentlich fest verdrahtet sozusagen. Wie kann ich dafür sorgen, dass jetzt die Verzögerungszeit, also die eine Verzögerungszeit, die Verzögerungszeiten entlang eines bestimmten Pfades anders sind, als es tatsächlich realisiert ist. Ich meine, tau A2 kleiner als tau B1, dann tritt der Fehler und wir haben gesehen in unserem Beispiel, der Fehler tritt schon auf. Das heißt, tau A2 ist kleiner als tau
Taube 1. Und wir müssen die Situation ändern. Wie können wir das machen bei einem feststehenden Schaltnetz? Kann ich Tau A2 größer machen? Oder kann ich Tau B1 größer machen? Kleiner machen, Entschuldigung. Nein, weil das ist ja gegeben durch die Realisierung. Aber ich kann Tau A2 größer machen, indem ich zum Beispiel zwei Inverter hintereinander schalte in dem Pfad von A2 oder so viele Inverter, 2 oder 4 oder andere Terme, die überhaupt die Funktion nicht ändern, damit die Bedienung hier erfüllt ist und somit der Fehler nicht auftritt. Okay, gibt es Fragen dazu? Habt ihr das alles verstanden oder ist es oder schläft ihr? Ja? Jede Farbe in dem TV-Diagramm repräsentiert eine Variable. Jede Farbe repräsentiert eine Variable. Das ist nicht richtig, nein. Also die Farbe grün repräsentiert zunächst mal alle Wege, die sich ergeben, wenn B1 zunächst mal den Wert wechselt. Also B1 wechselt zuerst, dann A1 bzw. hier A2 bei dem gestrichelten oder bei dem durchgezogenen. Rot sind alle Wege, die sich ergeben, wenn A2 zunächst mal den Wert wechselt. Also ich bin hier, zunächst mal wechselt A2 ihren Wert, dann lande ich bei 5 und dann A1 und dann B1 oder B1 und dann A1. Ja? Und die blauen, die sind alle Wege, die entstehen, wenn A1 zunächst mal den Wert wechselt. Dann lande ich zunächst mal bei 6 und gehe von 6 auf 2 und dann auf 0 oder von 6 auf 4 und dann auf 0. Ja? Hat jeder das verstanden, was die Farben der Pfeile hier bedeuten? Die Frage war, viele meinen wahrscheinlich, das ist unwichtig. Ja. Aber danke für die Frage. Ja. Hast du es verstanden? Echt? Also, es sind drei Eingangsvariablen hier, die den Wert wechseln. Und zwar, das ist B1, A2 und A1. Ja? Und wir sind hier, wir fangen hier an. Wenn wir hier anfangen und zunächst mal sagen wir mal, okay, jetzt soll B1 den Wert wechseln. B1 war hier 1, dann wechselt zu 0, dann landen wir in 3. Also wenn B1 zuerst wechselt, dann landen wir in 3 und dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wechselt A2 von 1 auf 0, dann gehen wir zu Feld 1 zuerst und dann A1 von 1 auf 0. Oder von 3 aus wechselt zunächst mal A1, dann gehen wir auf 2 und dann nach oben, wenn A2 den Wert wechselt. Und so weiter und so fort, für alle anderen Felder. Wenn wir das Rote hier betrachten, wir sind bei 7. Wenn A2 zunächst mal den Wert wechselt, dann landen wir in 5. Also A2 hat den Wert gewechselt, es bleiben B1 und A1. Dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wechselt zunächst mal B1, das ist die gestrichelte Linie hier. Dann sind wir bei 1 und dann B1, dann sind wir bei 0. Oder es wechselt zuerst A1, dann sind wir bei 4 und dann wechselt B1, dann sind wir bei 0. Ja? Gut. Okay. Nun betrachten wir den nächsten Übergang. Das heißt, der nächste Übergang ist von 0 nach 1. Und 0 nach 1, wir sehen hier, dass wir hier einen Übergang haben, bei dem nur eine Variable den Wert wechselt. Das ist die Variable A, die war 0 und die wird 1. Und der Übergangsbereich muss man auch hier bestimmen. Der Übergangsbereich, also wo man die Wege eigentlich suchen muss. Wir waren bei 0 und wir wechseln zu 1. Das heißt, der Übergangsbereich ist 0, 0, don't care, das ist C quer, B quer. Ja, und wenn man sieht hier, der Übergangsbereich, dieses grau schraffierte, das ist alles, was nicht in C und nicht in B. Es wechselt nur eine Variable, das heißt, alle Folgen der Funktionswerte bei einem solchen Übergang sind monoton.
Egal, ob es hier 0,1 ist oder 0,0 oder 1,1 oder 1,0, weil ich habe immer eine monotone Folge der Funktionswerte. Und bei so einem Übergang, bei dem nur eine Eingangsvariable den Wert wechselt, der ist frei von Funktionshazard. Wir wissen aber aus dem Diagramm hier auch, wir sehen auch, dass hier überhaupt kein Fehler auftritt. Ja? Das heißt, eigentlich, wenn wir das Ganze im KV-Diagramm des Strukturausdrucks hier mal betrachten, dann ist es der Übergang von 0 nach 3, weil die Variable A2 Pfadvariablen hat, also A1 und A2. Und da sehen wir, nur diese zwei Variablen ändern ihre Werte, A1 und A2, also zwei Variablen. Es gibt insgesamt also zwei Wege. Und diese zwei Wege, die sind beide monoton, entweder 0, 1, 3 oder 0, 2, 3. Und beide liefern monotone Folgen. Und somit sieht man, dass dieser Übergang auch frei von Strukturhazard ist. Gut, der nächste Übergang ist von 1 nach 6. Und von 1 nach 6 sehen wir, dass wir hier einen dynamischen 0,1-Hazard-Fehler haben. Und wir wollen schauen, ob das ein Funktionshazard oder Strukturhazard ist. Dann tragen wir das Ganze im KV-Diagramm ein, Übergang von 1 nach 6. Man sieht hier, alle Variablen ändern den Wert. C und B von 0,0 auf 1,1 und A von 1 auf 0. Das heißt, der Übergang Notation betrachtet. Das heißt, die Wege, die wir suchen, die dürfen wir in allen Feldern des KV-Diagramms suchen. Deshalb ist das komplette KV-Diagramm grau schraffiert hier. Wir haben also insgesamt drei Variablen ändern den Wert. Und diese sechs Wege suchen wir jetzt der Reihe nach. Wenn wir eins haben, der nicht zu dem eine nicht monotone Folge der Funktionswerte gehört, dann wissen wir, ah ja, das ist der Grund, dass der Fehler aufgetreten ist oder der Fehler ist aufgetreten aufgrund von einem Funktionshazard. Der erste, wenn zunächst mal B den Wert wechselt, dann A, dann C, wie man sieht, das ist 0, 0, 1, 1, eine monotone Folge der Funktionswerte. Aber man sieht zum Beispiel, wenn der Wechsel entlang dieses Pfades, dieses Weges erfolgt, das heißt zunächst mal wechselt C den Wert, dann A und dann B, dass wir eine nicht monotone Folge der Funktionswerte haben und somit der Fehler auftritt. Und wenn man das Ganze hier mal betrachtet, dann sieht man hier, dass die Funktion den Wert wechselt von 0 auf 1 und wiederum auf 0 und dann auf 1. Ja? Das heißt, das sieht man hier, dass dieser Übergang auf 1, 0 und wieder auf 1, dass dieser Übergang tatsächlich der Übergang, der zu diesem Fehler geführt hat. Es mag sein, dass es Kleinigkeiten, die ich jetzt hier erläutere, deshalb sitzen manche hier und surfen oder gucken, ob sie SMS bekommen haben oder ob das Handy noch funktioniert, ob man noch Empfang hat. Aber das sind wirklich wichtige Kleinigkeiten. Ja? Die würden viel Zeit, also man würde viel Zeit verlieren mit unnötigen Analysen in der Klausur, wenn man auf solche Sachen nicht aufpasst. Viele Sachen sieht man sofort mit bloßem Auge, man muss nachdenken. Es ist zwar, sag ich mal, 40% Schema F, aber 60% ist so ein bisschen, sag ich mal, Intelligenz. Ja? Wie man ökonomisch mit Schreibarbeit umgeht, damit man Zeit spart oder damit man die Lösung sofort sieht. Ja? Wenn ich jetzt die Frage gestellt hätte in einer Übungsblatt oder in Klausur, ich meine, es geht nicht nur um die Klausur, ja. Irgendwie besteht, ihr werdet das nach einmal bis drei, viermal die Klausur wahrscheinlich bestehen. Ja? Aber es geht darum, dass man was lernt. Ja, ja nee, das ist ja kein Scherz. Ja? Ich meine, es gibt tatsächlich Leute, die fallen zweimal durch, fallen in der mündlichen Prüfung durch, dann müssen sie einen Härteantrag stellen, dann wird das meistens akzeptiert. Und dann hat man nochmal die Möglichkeit, schriftlich zu schreiben und dann nochmal eine mündliche Prüfung, also fünfmal. Und ich frage mich, also da ist derjenige oder diejenige eigentlich anderthalb Jahre mit TI beschäftigt. Und das muss nicht sein, echt. Ja. So, also, wenn ich die Frage gestellt habe, ja, welcher Übergang im KV-Diagramm hat zu diesem Fehler geführt, ja, dann, ich wette mit euch, ja, dass maximal 50% der Leute, die die Klausur mitschreiben, die Frage richtig beantworten. Dabei ist es so einfach. Ja.
Ich gucke mal, was bei dem Fehler passiert. Hier war ich bei 0, ich habe zu 1 gewechselt und dann zu 0 und dann wieder zu 1. Und das ist genau der hier. Es ist nicht so, dass es die einzige nicht monotone Folge im KV-Diagramm, aber das ist die nicht monotone Folge, die zu diesem Fehler geführt hat. Ja? So, das heißt, der Weg liefert eine nicht monotone Folge, deshalb haben wir einen dynamischen 0,1 Funktionshazard, der zu dem Fehler geführt hat. Wir gucken den Übergang im KV-Diagramm, damit wir sehen, unter welchen Zeitbedingungen der Übergang auftritt, weil wir sehen hier, der Übergang tritt auf, wenn zunächst mal C den Wert wechselt, dann A, dann B, aber wir wissen, wir haben zwei Pfadvariablen vor A, deshalb müssen wir gucken, welche der zwei Verzögerungszeiten eine Rolle spielt. Das ist der Übergang von 3 nach 12 im KV-Diagramm. Alle Pfadvariablen wechseln den Wert, deshalb haben wir also 4 Fakultät, 4 mal 3 mal 2, also 24 unterschiedliche Wege, die wir suchen müssen. Und entlang oder bei diesem Übergang können alle Felder im KV-Diagramm angenommen werden. Ja? Das ist ein Rätsel für heute Abend. Da könnt ihr mal gucken, die 24 Wege mal hier zu suchen, aber das brauchen wir nicht. Wir brauchen nur eine nicht monotone Folge zu finden und dann reicht es, um zu sagen, das ist ein Funktionshazard oder Strukturhazard. Und man sieht hier, dass zum Beispiel der Weg hier, wenn zunächst mal C1 den Wert wechselt, dann lande ich hier und egal, ob ich so gehe, also bei 11 über 9, 8 zu 12 oder 10, 8 zu 12, dann habe ich eine nicht monotone Folge des Strukturausdrucks. Das heißt, was bedeutet das? Die Zeitbedingungen für den Fehler. Der Fehler tritt auf, wenn C1 zunächst mal den Wert wechselt und anschließend, egal ob A2 hier wechselt oder hier wechselt, aber Hauptsache A1 wechselt anschließend und dann B1. A2 spielt keine Rolle, wie man hier sieht. In dem Fall tritt immer der Fehler auf. Und wie können wir diesen Fehler beheben? Wir können diesen Fehler beheben, indem wir zum Beispiel dafür sorgen, dass der Übergang entlang dieses Pfades erfolgt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass zunächst mal C1 den Wert wechselt, dann A2, dann B1 und dann am Ende A1. Das heißt, Behebung durch günstige Wahl der Verzögerungszeiten, wie ich bereits hier erklärt habe. So, der nächste Übergang ist 6 zu 7. Und 6 zu 7, wie wir sehen, da wechselt nur die Variable A den Wert von 0 auf 1. Das ist eigentlich ein Übergang, bei dem nur eine Variable den Wert wechselt. Dazu gehört immer eine monotone Folge der Funktionswerte. Aber wir sehen hier, Wechsel von 6 nach 7 hat auch zu einem Fehler geführt. Ja? Das heißt, es kann kein Funktionshazard sein, muss also Strukturhazard sein. Ja? Das ist also ein 1 statischer Strukturhazard. Und wie man sieht hier, die Übergänge im KV-Diagramm, hier haben wir eine monotone Folge. Das ist der Übergang im KV-Diagramm des Strukturausdrucks von 12 nach 15. Den tragen wir ein und man sieht hier, dass man hier zwei unterschiedliche Wege im Übergangsbereich hat. Übergangsbereich ist C1, B1, weil C1 und B1 den Wert nicht ändern, die bleiben bei 1. Das heißt einmal der Weg über 13, der harmlose Weg, wo wir 1, 1, 1 haben, beziehungsweise der schlimme Weg über 14, ja, zudem eine nicht monotone Folge der Werte des Strukturausdrucks gehört. Das heißt, dieser Weg liefert eine nicht monotone Folge und somit ist es ein statischer 1-Strukturhazard. So, jetzt wollen wir die Zeitbedingungen angeben für den Fehler. Der Fehler tritt immer auf, wenn zunächst mal A2 den Wert wechselt und dann A1. Ja, man sieht hier, es ist nur die Variable A, die den Wert wechselt. Und A hat zwei Pfadvariablen, deshalb die Zeitbedienung tau A2 kleiner als tau A1. Dann tritt der Fehler auf. Und wie kann ich das beheben? Wie kann ich das beheben? Ja, ich muss nur dafür sorgen, dass diese Bedienung nicht erfüllt ist. Also, dass tau A2 größer als tau A1 ist, oder? Dann tritt der Fehler nicht auf. Oder? Oder gibt es andere Möglichkeiten zur Behebung? Wenn wir diese Aufgabe bis zum Ende hier
abgearbeitet haben, dann habt ihr alle möglichen Varianten von Hazard-Fehlern und deren Behebungsmöglichkeiten. Man braucht eigentlich, um dieses Kapitel zu verstehen, nur diese Aufgabe, die ich gerade hier versuche durchzukauen mit euch. Weil die behandelt alles, die Aufgabe, alle Fälle, die auftreten können. So, gibt es andere Behebungsmöglichkeiten? Also der Fehler tritt jetzt hier auf, wenn Tau A2 kleiner als Tau A1. Das heißt, Fehler vermeiden, das Auftreten des Fehlers kann vermieden werden, indem wir dafür sorgen, dass Tau A2 nicht kleiner als Tau A1 ist. Also, was müssen wir machen? Was müssen wir machen? Ja? Wo? Genau, wir müssen Tau A1 größer machen, oder? Und das können wir machen, indem wir in diesem Tau A2 größer machen. Entschuldigung, nicht Tau A1. Du hast mich in die Tau A2 müssen wir größer machen, indem wir zum Beispiel 2 oder 4 Inverter hintereinander in dem Pfad schalten, bis die Bedienung hier nicht mehr erfüllt ist. Ja, das ist eine Variante, aber gibt es andere Varianten, um diesen Hazard-Fehler zu beheben? Also der, der es rausfindet, der kriegt ein Geschenk von mir, ein Skript. Okay, du, ja. Das ist ein Strukturhazard, man kann die Struktur ändern. Ja, wie willst du die Struktur ändern? Das stimmt, das ist ein Strukturhazard, wir können die Struktur ändern. Gib mir einen Vorschlag, wie du die Struktur ändern willst. Das weißt du nicht. Wer weiß es denn? Habt ihr das Übungsblatt gemacht? Wart ihr in der Vorlesung letzte Woche? Ja? Genau. Das ist genau der Fall für diesen Satz, den wir kennengelernt haben, von Eichelberger. So, das heißt, die Behebungsmöglichkeiten, günstige Wahl der Verzögerungszeiten, aber dann auch der Satz von Eichelberger. Das ist ein statischer Strukturhazard, bei einem variablen Wechsel. Ja? Das heißt, alle statischen Strukturhazard können beseitigt werden, wenn das Schaltnetz als Disjunktion aller Primimplikanten der Funktion realisiert wird. Was machen wir also? Das heißt, das sind hier alle Primterme der Funktion. Das ist CA, BA quer und CB. Und wenn wir die Funktion so realisieren, dann wissen wir, dass diese Realisierung frei von allen Strukturhazards ist. Was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich, wir haben die komplette Minimierung, mit der wir uns beschäftigt haben, ja, wo wir gesagt haben, zum Beispiel dieser orangene Primimplikant ist entbehrlich, weil die zwei anderen Kernprimimplikanten sind und die reichen aus, um alle Einstellen der Funktion zu überdecken. Trotzdem müssen wir den Term hier CB mit aufnehmen, damit wir diesen Hazardfehler beheben können. Das heißt, der Preis, den wir bezahlt haben hier, wir haben auf die Minimierung oder die Minimalität der Lösung verzichtet. So, der letzte Übergang ist 7:4. Und bei 7:4 sehen wir, dass ein dynamischer 1:0 Hazardfehler auftritt. Wir wissen nicht, ob das ein Funktionshazard oder Strukturhazard ist. Ja? Deshalb gucken wir mal das an. 7:4, Übergangsbereich ist C, weil C ist die einzige Variable, die 1 bleibt, die konstant 1 bleibt während des Übergangs. Das heißt, die WG müssen wir in diesem grauen Bereich im KV-Diagramm suchen. Und es gibt hier zwei Wege. Der erste ist über 6, 1, 1, 0, monotone Folge. Und der zweite ist 7 über 5, wiederum 1, 1, 0, auch eine monotone Folge. Das heißt, zwei Wege und die zwei Wege liefern monotone Folgen. Das heißt, das ist kein Funktionshazard, muss also ein Strukturhazard sein. Deshalb gucken wir den Übergang im KV-Diagramm des Strukturausdrucks, Übergang von 7 nach 4. Wo ist der Übergang jetzt hier für den Strukturausdruck? Weiß es jemand? Oder gibt es jemand, der das nicht weiß jetzt, wo der Übergang im KV-Diagramm des Strukturausdrucks ist? Du weißt es nicht? Er ist ehrlich zumindest, ja.
Wer weiß es auch nicht. Okay. Und alle anderen wissen es. Alle anderen, die hier sitzen, wissen, wo jetzt der Pfeil einzutragen ist im KV-Diagramm des Strukturausdrucks. Also muss ich den Pfeil jetzt so eintragen? Muss ich den so eintragen? Muss ich den vielleicht so eintragen? Also alle bis auf die vier Leute wissen es, oder? Die vier Leute heben die Hand hoch nochmal, damit ich sie nicht aus versehentlich frage zu beantworten. Wer hebt noch die Hand oben? Alle wissen es oben? Okay, dann wollen wir wissen. Der Letzte, der da oben hinten in der Ecke sitzt. Es gibt niemand. mit der Brille, genau, dein Nachbar. Was meinst du? Nee, nicht abschreiben. Du darfst ihn nicht fragen. Du hast deine Hand nicht hochgehoben. Du behauptest also, du weißt, wo der Übergang jetzt in dem KV-Diagramm unten ist. Ich warte. Willst du antworten? Versuchst du zu antworten oder nimmst du mich gar nicht ernst? Ja? Nee, du. 15 zu 7? 8 zu 11? 15 zu 8. Wer sagt, es stimmt hier? Okay. Du bist anderer Meinung anscheinend? Was aber? Aber weiß jemand, wisst ihr, wie man das macht eigentlich? Ja? Genau, du hast es verstanden. Aber damit ich alle wirklich undeutlich, also Mehrdeutigkeiten hier ausschließe, will ich 7 nach 4. Das sind die Variablen C, B und A. Und beim Strukturausdruck haben wir die Variable C1, B1, A1, A2. Natürlich 1, 1 und die Variable A war 1, das heißt, beide Pfadvariablen, die aus 1 resultieren, waren Belegung, da bleibt C konstant auf 1, B wechselt auf 0 und die Variable A wechselt auf 0, das heißt, die zwei Pfadvariablen von A wechseln auch auf 0, 0, 0, das heißt, wir haben hier 15 und wir haben hier 8. Vielen Dank, das heißt, du warst richtig da oben. Also von 15 zu 8 müssen wir das hier hinmalen. Und wenn man sieht, hier drei Variablen ändern den Wert, das heißt, es gibt insgesamt 6 Wege und diese 6 Wege müssen wir hier suchen. Wir brauchen aber nur einen nicht monotonen Weg, der praktisch bestätigt, dass der Fehler aufgrund von Strukturhazard aufgetreten ist. Und man sieht hier, dass der Weg über 14, 12, 8 mit einer nicht monotonen oder zu dem Weg 14, 12, 8 mit einer nicht monotonen Folge der Werte des Strukturausdrucks behaftet ist und somit ist das hier ein dynamischer 1-0 Strukturhazard. Okay, so, wie können wir den Hazard beheben? Oder wann tritt zunächst mal der Hazardfehler auf? Zum Beispiel, wenn der Weg hier eingeschlagen wird, der rote Weg, das heißt, wenn A1 zunächst mal den Wert wechselt, dann A2 und dann B1 und der Fehler tritt nicht auf, wenn zum Beispiel der Wechsel oder der Übergang entlang des Weges 13, 9, 8 erfolgen würde, das heißt mit den Werten 1, 1, 1, 0, also eine monotone Folge der Werte des Strukturausdrucks. Okay, das heißt, hier muss
Tau A2 kleiner als Tau B1 kleiner als Tau A1 sein. Gibt es andere Behebungsmöglichkeiten für diesen Hazardfehler? Ja? Also Behebung durch günstige Auswahl von Verzögerungszeiten und die zweite Möglichkeit, zum Beispiel der Satz von Eichelberger. Können wir den einsetzen? Ja? Also er hat gesagt, nein, weil es kein statischer Übergang ist. Aber der Satz von Eichelberger sagt nichts über statische Übergänge eigentlich. Also wie ist der Satz von Eichelberger eigentlich? Ja? Also er hat gesagt, den Satz von Eichelberger können wir nicht einsetzen, weil es ein dynamischer Hazard ist und mehr als ein Variabelwechsel ist. Also wie lautet dann der Satz von Eichelberger? Ja, bitte vorlesen. Haben alle ihn gehört eigentlich? So, also er kann ziemlich gut lesen, ja? Also ein Schaltnetz ist frei von allen Strukturhazards und von allen dynamischen Strukturhazards bei Einvariablenwechsel, also bei Übergängen, wo nur eine Variable den Wert wechselt. Wenn dieses Schaltnetz als Disjunktion aller Primimplikanten oder Konjunktion aller Primimplikate realisiert ist. Stimmt das so, wie ich das gesagt habe? Genau. So, das heißt, wir können den nicht hier einsetzen, denn es handelt sich hierbei um einen dynamischen Strukturhazard mit mehr Variablenwechsel. Also man sieht hier, die Variable B und die Variable A wechseln den Wert und deshalb können wir den Satz hier nicht einsetzen. Aber wir haben eine Methode in der Vorlesung kennengelernt, mit der wir genau diese dynamischen Strukturhazards mit mehr Variablenwechsel beheben können. Und zwar haben wir gesagt, dass der Übergang 7 nach 4, der Übergangsbereich ist C und dieser Übergang ist genau dann hazardfrei, also das ist ein dynamischer Strukturhazard mit mehr Variablenwechsel, weil zwei Variablen ändern ihre Werte, also B und A, und der ist hazardfrei, wenn kein Primimplikant in den Eingangsbereich hineinragt, ohne die 1-Belegung, hier die Anfangsbelegung, zu überdecken. Und man sieht hier, dass in dem vorliegenden Fall ein Primimplikant in den Übergangsbereich hineinragt, schließt aber die 7 oder die 1 bei 7 nicht. Und deshalb ist das, tritt der Hazardfehler auf. Aber wir können diesen Hazardfehler beheben, indem wir dafür sorgen, dass zum Beispiel jeder Primimplikant, der in den Übergangsbereich hineinragt, die 1-Belegung schließt oder kein Primimplikant in den Übergangsbereich hineinragt, wenn es nicht möglich ist, dass er die 1-Belegung umschließt oder überdeckt. Was bedeutet das? Das bedeutet, diesen Primimplikanten B A quer müssen wir aufsplitten, ja, verkleinern. Das heißt, zunächst mal haben wir hier einen Primimplikanten, das ist CA, der ist im Übergangsbereich, der schließt aber die 1 des Übergangs. Und der zweite ist 6 und 7, das ist auch ein Primimplikant, der ragt in den Übergangsbereich hinein, der ist komplett im Übergangsbereich drin und der schließt die 1 auch umschließt auch die 1 des Belegungs. Und jetzt bleibt eigentlich zur Realisierung dieser Funktion Minterm 2 und von Minterm 2 dürfen wir jetzt nicht BA quer nehmen, weil dann hätten wir einen Primimplikanten, der in den Übergangsbereich reingeht, ohne die 1 bei 7 zu umschließen. Also wir müssen das separat realisieren als einen Minterm 2. Was bedeutet das? Das bedeutet, um diesen Hazardfehler zu beheben, und das ist ein dynamischer Strukturhazardfehler, also wir können den beheben, indem wir die Struktur des Schaltnetzes ändern, können wir folgende Realisierung nehmen. Das ist CA und BC und dann C quer B A quer.
Was hat uns das nochmal gekostet? Natürlich, das ist das keine minimale Lösung, wie wir das kennen von unserem Minimierungsverfahren, weil die minimale Lösung steht da oben hier mit C, A, B, A quer. C ist ein entbehrlicher eigentlich Primimplikant. Und C quer, B, A quer ist kein Primimplikant, sondern nur ein Minterm der Funktion. Okay, zusammengefasst. Wir haben jetzt alle Möglichkeiten kennengelernt zur Behebung von Hazardfehlern mit Mehrvariablenwechsel. Ein dynamischer Strukturhazard in einem zweistufigen Schaltnetz in disjunktiver Form kann genau dann behoben werden, wenn jeder Einsblock, der in den Übergangsbereich hineinragt, oder Schaltnetze in konjunktiver Form. Die Beseitigung eines Strukturhazards für einen Übergang kann einen neuen Strukturhazard bei einem anderen Übergang erzeugen. Das heißt, in unserem Beispiel hier haben wir zum Beispiel 6 und 2 voneinander getrennt und wir haben den Fehler bei dem Übergang 7 zu 4 behoben. Aber dafür bezahlen wir einen Preis, dass jetzt zwischen 6 und 2 statische 1 Hazards entstehen. Ja, das heißt, wo wir aufgetrennt haben, zwischen 2 und 6 haben wir diesen Primimplikanten in 2 gesplittet. Ja, da treten jetzt 1 Strukturhazards auf. Die Frage ist, macht das Sinn? Ja, ich behebe einen Hazardfehler und ich nehme in Kauf, dass andere Hazardfehler entstehen. Zum Beispiel, ich habe jetzt den Hazardfehler beim Übergang 7 zu 4 behoben und ich nehme in Kauf, dass jetzt Hazardfehler zwischen 6 und 2 entstehen. Ist das eigentlich optimal oder warum macht man das oder wann darf man das machen? Also er hat gesagt, wenn man weiß, dass ein Fehler zum Beispiel 7 zu 4 öfter auftritt als 6 zu 2, oder? Das ist halb richtig. Also eigentlich sollten alle Übergänge, die auftreten, hazardfrei sein. Aber das macht nur dann Sinn, wenn beispielsweise der Übergang 7 zu 4 im Schaltnetz immer vorkommt und der Übergang 6 zu 2 nie vorkommt. Dann ist es mir egal, ob es beim Übergang 6 zu 2 Hazardfehler auftreten oder nicht. Ja, das heißt, das macht natürlich Sinn, weil dieser Übergang 7 zu 4 wichtig ist und tritt immer auf und der andere Übergang 6 zu 2 überhaupt nicht auftritt im Schaltnetz. Da macht es natürlich Fehler, dies zu machen. So, das ist die Zusammenfassung, die kennen wir. Ich will noch eine Aufgabe hier, und zwar eine zweite Aufgabe, zu einem Thema, was wir einfach so stillschweigend so akzeptiert haben, und zwar zu unserem Totzeitmodell. Das ist die Aufgabe 2 und die Aufgabe 2 ist ziemlich einfach. Wir haben 2 Inverter hintereinander. Also das ist nicht, dass ihr denkt, das ist ziemlich kompliziert. Also wir haben hier einen Inverter und hier einen Inverter. Und wir haben hier Y und hier Z und hier X. Und bei unserem Totzeitmodell, was wir bis jetzt kennengelernt haben, haben wir gesagt, es gibt eine Verzögerungszeit. Und diese Verzögerungszeit ist Tau. Habe ich einen Fehler gemacht? Nee, oder? Okay. Es gibt eine Verzögerungszeit und die ist Tau. In der Realität ist es aber so, dass die Verzögerungszeiten oder dass diese Gatter, wir haben es auch gesehen bei den NMOS, PMOS Transistoren, wir haben gesehen, dass sie die 1 oder 0 stärker oder schwächer mal durchleiten, ja? Und bei diesen Gattern ist es so, die Verzögerung bei einer ansteigenden Flanke ist nicht die gleiche Verzögerung wie bei einer abfallenden Flanke. Also wenn man diese Modelle noch ein bisschen verfeinert, dann muss man annehmen, dass die Verzögerungszeit für eine ansteigende Flanke anders sind als die Verzögerungszeiten für eine abfallende Flanke. Und das ist, was wir hier haben. Das heißt, wir haben ein Schaltnetz aus 2 Invertern mit den Verzögerungszeiten Tau 0, 1, gibt die Verzögerung der 0,1-Flanke, also der Wechsel von 0,1 am Ausgang des Gatters gegenüber der verursachenden Flanke am Eingang.
beziehungsweise die Verzögerungszeit Tau 1,0 gibt die Verzögerung der 1,0-Flanke am Ausgang, also wenn der Ausgang von 1 auf 0 geht, gegenüber der verursachenden Flanke am Eingang an. Und wir haben zwei hintereinander, wie man hier sieht, und wir haben einen Verlauf der Eingangsvariable x hier. X ist auf 1, bei 10 Nanosekunden geht es auf 0, bei 16 wieder auf 1 und so weiter und so fort. Was wollen wir machen eigentlich? Was haben wir gemacht bei unseren Totzeitmodellen? Also bei unserer Totzeitmodellierung bis jetzt haben wir Folgendes gemacht. Wir haben gesagt, okay, hier gibt es ein Tau, hier gibt es ein Tau und hier gibt es ein Tau. Und wir haben diese Taus stillschweigend durchgeschoben und addiert zum Eingang und das Netz in einem Verzögerungsteil und Verknüpfungsteil getrennt. Das wollen wir mal auch hier mal gucken. Zunächst mal sollen wir den Verlauf des Ausgangssignals y herleiten, indem wir zunächst mal den Verlauf der Zwischenvariable z ermitteln und danach z als Eingangsvariable von den zweiten Inverter betrachten. Dann wollen wir dieses Schaltnetz mit Hilfe von unserem Totzeitmodell oder Eigenschaften durchschieben und addieren, modellieren, also zusammenfassen. Und wir wollen gucken, was für einen zeitlichen Verlauf für y sich ergibt, wenn man das so macht. Und wir wollen schauen, was können wir hier schlussfolgern aus den zwei Ergebnissen. Ja? Eigentlich die Schlussfolgerung gilt unser Totzeitmodell, was wir bis jetzt kennengelernt haben, auch in dem Fall, wenn die Verzögerungszeiten für ansteigende und abfallende Flanke unterschiedlich sind. Und die sind unterschiedlich hier. Einmal sind das 20 Nanosekunden und einmal sind das 12 Nanosekunden. Ja? Gucken wir mal den ersten Teil. Also der erste Teil, wir sollen zunächst mal die Eingangsvariable y nehmen und dann z bestimmen und z wieder als Eingang für den zweiten Inverter nehmen und y bestimmen. Das ist der Verlauf und wir sehen, z ist gleich x quer. Das heißt, zunächst mal ist x gleich 1, deshalb ist z gleich 0, ja, weil das die Inverter. Und jetzt wechselt z von 0 nach 1, das heißt, dieser Wechsel ist verzögert um 12 Nanosekunden gegenüber der verursachenden Flanke. Der Wechsel von 1 nach 0 erfolgt bei 10 Nanosekunden. Das heißt, die Flanke von z ist eine 0,1-Flanke, die ist 12 Nanosekunden verzögert, also bei 22 wechselt das auf 1. Der nächste Wechsel ist, wenn x von 0 auf 1 wechselt, das heißt, z würde von 1 auf 0 wechseln, bei nicht 16, sondern 16 plus 20, also bei 36. Der nächste Wechsel ist bei 38 plus 12, das ist 50, und der nächste Wechsel wäre bei 73, das ist eine 0,1-Flanke, das heißt eine 1,0-Flanke, 1,0-Flanke ist um 20 verzögert, das heißt bei 93 sollte man hier wieder auf 0 gehen. Der nächste Wechsel ist 78, 78 ist eine 1,0-Flanke des Eingangssignals, also 0,1-Flanke des Ausgangssignals, 0,1 ist verzögert um 12, also 78 plus 12, das heißt bei 90, ja, sollte der okay, das heißt, somit ergibt sich der Verlauf hier für das Signal Z. Und was sieht man? Man sieht eigentlich, dass diese gar nicht auftaucht, absorbiert wird in dem Fall. Weil zweiten Flanke auf 1 wieder gekommen und dann Eingang für den zweiten Inverter. Also y ist gleich 0, das heißt z ist gleich 0, das heißt y gleich 1. Jetzt ein Wechsel von 1 auf 0 bei 22, aber verzögert um 20 Nanosekunden, also bei 42. Dann 36 plus 12 sind 48, 50 plus 20 sind 70 und dann haben wir den Verlauf von z. Okay? So, jetzt wollen wir im zweiten Schritt den Verlauf von z bestimmen, indem wir tatsächlich unsere Totzeitmodellierung anwenden. Und wenn wir jetzt das Ganze hier mal angucken, das heißt, ich will jetzt die Totzeiten vom Eingang zum Ausgang durchschieben
und das Schaltnetz in zwei Teilen trennen, ein Verknüpfungsteil und ein Verzögerungsteil. Und man sieht hier, wenn ich das Signal X betrachte, X war zum Beispiel 1, dann der Ausgang war 0, dann habe ich zunächst mal X mit 12 Nanosekunden verzögert. Der nächste Wechsel habe ich mit 20 Nanosekunden verzögert. Das gleiche gilt auch, wenn X 0 ist, dann habe ich hier einen Wechsel von 1 auf 0 beim Ausgang und anschließend einen Wechsel von 0 auf 1. Das heißt, wenn ich die Todzeiten eigentlich addiere, ich muss diese Todzeiten quer addieren. Ich muss 1 0 zu 0 1 vom zweiten addieren und 0 1 zu 1 0 vom zweiten addieren. Das heißt, ich bekomme eigentlich folgendes Ersatzbild. Ich habe die zwei Inverter und ich habe hier die Verzögerungszeiten, einmal für die ansteigende und abfallende Flanke, die sind beide gleich 32. Ja? Und das ist, was wir eigentlich gemacht haben. Wir haben eigentlich nur eine Verzögerungszeit angenommen in unserem sehr vereinfachten Todzeitmodell. Wir haben gesagt Tau 32 für alles Mögliche. Ja? Die Situation hätten wir hier. Und jetzt, wenn wir den Verlauf von yx betrachten und wir wollen y haben, y ist gleich x quer quer, also x aber verzögert jeweils um 32 Nanosekunden. Das heißt, eigentlich bekommen wir diesen Verlauf hier. Und der Verlauf hier, der ist anders als der Verlauf, den wir vorher bekommen haben. Und der Verlauf, den wir vorher bekommen haben, war der richtige Verlauf, ja? Und nicht der Verlauf hier. Das heißt, eigentlich bei solchen Schaltungen oder in diesem Beispiel, das heißt hier, wenn wir unser Todzeitmodell nehmen, addieren und durchschieben hier, dann bekommen wir auch hier diesen Impuls am Ende. Aber solche Impulse bei diesen Schaltungen, und zwar alle Impulse, die kleiner als 8 Nanosekunden, also kleiner als der Unterschied zwischen den zwei Verzögerungszeiten, 20 minus 12, die werden immer absorbiert von der Schaltung. Ja? Also, das heißt, die Modellierung mit Hilfe von dem Todzeitmodell versagt in diesem Fall, da sie zu einer fehlerhaften Wiedergabe des tatsächlichen Signalverlaufs führt. In der Realität ist es so, dass alle Impulse mit einer Dauer von weniger als 8 Nanosekunden, also Tau 1,0 minus Tau 0,1, also 8 Nanosekunden, die werden immer absorbiert. Also die Durchschiebbarkeit und Addierbarkeit der Todzeiten in dem Fall ist nicht erlaubt bzw. nicht möglich. Ich bringe das Beispiel nur, um zu zeigen, dass dieses Todzeitmodell, was wir in der Vorlesung kennengelernt haben, das einfachste Modell, was es gibt, um diese Laufzeiteffekte zu modellieren. Und man sieht hier, wenn man von einer einfachen Annahme wegkommt, ja, dass die Verzögerungszeiten für die ansteigende und die abfallende Flanke unterschiedlich sind, dass die Addierbarkeit und die Durchschiebbarkeit der Todzeiten hier nicht mehr möglich ist. Okay, gut. Ich glaube, wir haben alle Themen der Vorlesung hier oder alle Seiten des Themas Laufzeiteffekte behandelt. Es gibt eine dritte Aufgabe, die dürft ihr als Hausaufgabe machen. Die Lösung werde ich auch im Netz stellen. Das ist auch nicht so wild. Und somit möchte ich das Thema Laufzeiteffekte abschließen. Auch die Vorlesung für heute. Wir sehen uns aber trotzdem am Mittwoch zur letzten Vorlesung in diesem Jahr, wo wir eine Weihnachtsübung nochmal machen und dann mit einem neuen Thema Schaltwerke anfangen werden. Für heute bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch einen schönen Nachmittag.